Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Legion 9. Ihr wisst, wir haben bereits in der letzten Staffel die Hauptmissionen, die Hauptgeschichte abgeschlossen, aber das Spiel hat noch ein paar Missionen für uns parat. Unter anderem kämpfen wir gegen den ein oder anderen Ritter der Tafelrunde. Ich bin gespannt, wer dieses Mal dabei ist. Die Mission heißt Streiter des Blutes. Wir gehen ins Tal der Dämmerung. Tribunus, die bemalten Wilden ziehen wieder ihre Streitkräfte zusammen. Unsere Späher berichten, dass wir zwei formorische Streiter in einem ihrer Lager aufhalten. Was? Dass sich zwei formorische Streiter in einem ihrer Lager aufhalten. Wir müssen zuschlagen, bevor sie eine noch größere Bedrohung werden. Die gute Nachricht ist, dass Camelot auch Ritter in dieses Gebiet geschickt hat, sodass wir uns auch um diese Heiden kümmern können. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, das kennen wir schon aus den letzten Missionen. In der letzten Mission waren es auch Pikten und Morgana Le Fay dann im Endkampf. Und ich bin gespannt, welcher Ritter der Tafelrunde es diesmal sein wird. Also, wir gehen rein. Okay, geht direkt mit einem Kampf los. Finde und eliminiere Formoria-Streiter. Zwei Stück. Suche den Rest der Ritter und die Nebenmission ist, töte die Gegner, bevor Verstärkungen eintreffen. Drei Runden verbleiben. Okay, das gilt für diesen Kampf jetzt wohl. Also wir müssen diese Truppe hier innerhalb von drei Runden töten. Okay, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wir schauen mal, ob wir die Kette wirken können. Nein, natürlich wieder nicht. Ich hätte es sehen können. Hier sind wieder diese grünen Dinger. Das ist Massenresistenz und die kommt wahrscheinlich von einer dieser Mondfrauen. Die wiederum wehren die ersten drei Angriffe ab. Gut. Das ist nicht ganz so einfach. Zwei Felder können wir damit machen. Kriegen wir... Nee, das macht wenig Sinn hier. Oh, we just want to steal your souls. So, das ist ein Banner, das brauchen wir am Anfang auch nicht. Das ist eine neue Fähigkeit. Bringt uns unzerstörbare Rüstung. Ist jetzt allerdings, das ist jetzt nicht das, was wir aktuell brauchen. Ja, gut, da können wir eventuell was machen. Das sind die ersten Schadenspunkte, die wir austeilen und dann geben wir einem dieser Piktenkrieger, würde ich sagen, noch einem mit, oder? Oder gehen wir direkt ausschließlich auf den Dicken? Ich weiß nicht, warte mal ganz kurz. Vielleicht macht es auch Sinn, mit ihm hier erstmal noch einen ranzuziehen. Genau, machen wir mal so. Dann kriegt er nämlich den und er bekommt For the Ninth Legion. Den hier als Rückenstich. Okay, und jetzt ist das nämlich auch ein Rückenstich, oder? Mit inklusive Gift und den noch hinterher. Blutung und Gift. Und jetzt, okay, dann ist der eigentlich fällig. Todesbann. Ja. Den gehen wir mal auf ihn. Ihm geben wir eine Entweihung. Und können wir hier noch irgendwas machen, wo wir ihn weg... Ach komm, ist da was? Schwung. Und dann stirbt er und dann holen wir uns die schützenden Schilde für Octavius Remus und drehen ihn. Hier, ich bin auch am überlegen, ob wir jetzt auch nochmal direkt den Grabkanal machen.
Oder, na komm, wir springen an ihn ran. Ja, natürlich hätte ich die Anrufung des Mars zuerst machen sollen, aber ja, okay. Blutet im Moment. Er blutet. Boah, 8 bis 10. Blutung 8 bis 10 Nekrose. Das ist ärgerlich. Mit einem Mini-Trefferchen mehr könnten, würde er in der nächsten Runde schon sterben. From the bowels of hell. Komm. I pity you. Geben wir hier Nekrose weiter. Oh, der reicht auch nicht, ne? Gut, Zug beenden. 19. 1 HP ist stehen geblieben. Das ist natürlich... gut, den Schaden kriegt er jetzt, sobald er schlägt. Was war denn das? Ein Segentotem. Gegenangriff. So, und das jetzt die erste, das war jetzt die erste Runde. Puh. Das ist natürlich schon heftig. Vor allen Dingen frage ich mich halt, wie kommen wir hier hinten gegen die an? Wir sollten... Ja, komm. Hier hin. Und hier hin. Und dann marschieren wir auf sie zu. From the bowels of hell. Das heißt, kriegen wir den... Oh, das ist aber auch nicht viel Schaden hier. Dann können wir uns aber zwei Felder bewegen. Dann zählt es eventuell als Rückenstich? Nee. Was ist mit ihm? Warum ist er so langsam? Bewegung kosten 100. Okay, er hat irgendwas bekommen. Ne? Verlangsamung. Das haben wir alle bekommen, sehe ich gerade. Liegt es an diesem scheiß Totem? Fluchtotem. Verlangsamungszone. Ja. Segensbereich. Erhöht den Schaden verbündeter Einheiten um 30%. Und hier haben wir eine Verlangsamungszone. Okay, dann... machen wir es so. Ach so, ja, jetzt ist sie weg, die Verlangsamung. Aber die Punkte sind trotzdem nicht da. Ja, schade. Schade. Gut, können wir einmal schlagen. Also ich glaube, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir das jetzt schaffen sollen. Vor allen Dingen, wenn da oben die ersten drei Attacken ohne Schaden sind. Nein, diese kleine Nebenquest, die schaffen wir nicht. Sollte ich mich jetzt, glaube ich, nicht drauf versteifen. Okay, er stirbt. Jetzt ist der dritte Zug. Der hier stirbt, können natürlich, kann er schon wieder ziehen? Nee. Das heißt, er kommt nicht mal ran an einen, weil er jetzt auch, weil er den hier hat, ne? Aktionspunkte weniger. Spurt könnten wir machen. Und den Feuerstoß. Da wäre jetzt einmal doppelter Schaden sehr, sehr geil gewesen.
Na gut, den haben wir. Kommen wir ran mit einem Sprung. Jetzt, oder? Yes, this is me killing you. Ja, also erst ab der nächsten Runde können wir Schaden machen. Geben wir ihm eine. Messala kommt ja leider nicht ran, aber wir stellen uns schon mal hin. Das Totem da, es interessiert uns ehrlich gesagt nicht. Wir töten ihn. Und wir holen uns noch die Klingenwand. Aber jetzt kommt eben der Nachschub. That's gonna leave a mark. Da ist er. Na gut, 3 Fernkämpfer. 5 Fernkämpfer. Okay, doch nicht ganz so wenig. Doch nicht ganz so wenig. Leider reicht das noch nicht für den Scharfrichter. Limb by limb. Okay. Wie sieht's aus, wenn wir hier jetzt zweimal treffen, reicht dann der Scharfrichter? Oder einmal treffen? Nee. Ach, das haben wir gar nicht. Wir haben... Mann. Okay, gut, wir können jetzt mal diese Standarte setzen, auch wenn die uns hier jetzt eigentlich wenig bringt. Bisschen Rüstung halt. So, Nekrose, du stirbst und wir geben dir noch eine Entweihung. Ja, mit der Kette geht nach wie vor nichts, aber die Entweihung können wir auf ihn geben. Für die nächste Runde halt dann, ne? Und hier... Komm, hauen wir hier den hier rein. Ich hol mir den Schwung. Für diesen Schlag und dann kommt der Scharfrichter. Nein, der kommt immer noch nicht, selbst mit 15. Sag mal, versteht man, was ist hier los? Tötet sofort einen Gegner mit weniger als 50% Lebenskraft. Ja, doch, deutlich weniger als 50. Physische Schwächungsresistenz verringert den Lebens... Wieso können wir ihn nicht töten? Wieso kann ich ihn mit dem Scharfrichter nicht töten? Verstehe ich nicht. Hat er deutlich weniger als 50% Lebenspunkte. Nun denn, Zug beenden. So, die gehen beide auf ihn. Der letzte Schuss konnte er wenigstens ausweichen. Ja, den konnten wir auch ausweichen. Okay, so, dann bringen wir es zu Ende. Was ist... Okay, aus ihr wurde ein Fluchtotem, nachdem sie gestorben ist. Okay, jetzt ist der Dings allerdings weg und wir können endlich die unheilige Kette hier machen. Nekrose. Und wir machen einmal das und machen den Todesbann. So, damit stirbt er. Er hat 9 HP.
Geisterangriff? Na, geht nicht. Shit. Okay, nächste Runde. Wir töten ihn. Holen uns die Schilde, gehen noch einen Schritt nach vorne, dann haben wir wahrscheinlich, wird er das Hauptziel sein. Und hier können wir noch zweimal Gift wirken. Ja, auch einmal. Gut. Zug beenden, nächste Runde. Sollte es dann geschafft sein. Wir nehmen den Geisterangriff und gehen auf ihn. Ihn können wir normal bewerfen. Einmal. Ach, das zweite Mal reicht wieder nicht. Das ist ja... So, das ist der. Und kommen wir da noch ran? Distanzangriff, oder? Von hier. Jawohl. Corpses tell no lies. Okay, dann können wir jetzt zum ersten Mal einen Blick auf die Karte werfen, nachdem wir hier direkt mitten im Kampf reingeschaltet sind. Sieht nicht wirklich groß aus. Sieht nicht groß aus. Zwei Kämpfe. Eliminiere die Formoria. Und irgendwo wartet dann natürlich noch wahrscheinlich ein Überraschungskämpfchen auf uns mit einem Ritter der Tafelrunde. Wir fangen mal hier oben rum an. Da stehen sie schon. Nekrose ist drauf. Und wen haben wir? Den weißen Ritter haben wir hier. Den weißen Ritter. Und Milizsoldaten, Waffenmeister, Waldhüter, also Armbrustschützen und so weiter und so fort. Gut. Also, dass die Kette geht einmal mehr nicht. Irgendwie haben sie das jetzt, glaube ich, so standardmäßig, diese Massenresistenz. Da ist immer einer dabei, der das ins Felde führt. Von daher, wenig Chancen. Octavius Remus, aber wir können diesmal hier mit der Nummer beginnen. Ähnlich kriegen wir, glaube ich, hier den Durchbohrenden hin mit einer Bewegung. Treffen wir hier auch schon mal zwei. Und dann können wir noch einen normalen hinterherjagen. Okay, auch wenn das natürlich jetzt nur auf die Rüstung ging. Und einen können wir auch wieder ziehen. Na, nehmen wir gleich mal den. Stoßen ihn weg. Geben ihm einen Fernkampf, Distanzangriff in den Rücken und ziehen hinterher. So, dann gucken wir mal, wo wir den Todesbann an den Mann kriegen. Und ich würde sagen, das machen wir hier. Und dann bekommst du noch einen in den Rücken mit der Nekrose. Und dann töten wir ihn. Machen wir ihn hier weg. Bewegen uns noch hier hin und aktivieren die Rune des Mars. Okay. Zug beenden. Nekrose wirkt. Er segnet seine Waffe. Oh, was ist das? Oh, damit. Oh Gott, da kann er heilen, der weiße Ritter. Plus 63.
Ja, jede Menge Fernkämpfer hier am Start, ne? Das sind jetzt 5 oder 6 Armbrustschützen. Aber warte mal, wir haben doch... Aha, wir haben hier was mit Flächenschaden. Als Schriftrolle. Feuerstoß. Ah, da müssen wir noch ein Stück weiter vor. Die würden jetzt gerade sehr, sehr geil stehen hier, ne? Was kostet denn das... Oh, das kostet 0. Das ist kostenlos, die Benutzung. Ist ja ein Träumchen. Das heißt, wir können richtig, richtig ran. Können ihm hier... sogar eine verbratzeln und können jetzt mit den Nullpunkten, nein, nicht den Spurt, Moment, sondern das hier, den Feuerstoß, und das setzen wir jetzt hier drauf und lassen. Ja, okay. Wahrscheinlich hatten sie Resistenzen, oder? Kein einziger brennt. Schade. Ein bisschen Schaden haben sie genommen, aber eben, kein Schaden auf Zeit. So, wir gucken den weißen Ritter lasse ich mal außen vor. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf ihn hier. Gucken, dass wir ihn vielleicht noch rausnehmen. So, unheilige Kette. Nach wie vor nicht möglich. Solange der weiße Ritter da ist, geht das nicht, ne? Aber wir können einen entweihen. Dann nehmen wir mal den Schwertmeister. Und dann hauen wir hier die Nekrose rein. Die sich noch ein bisschen verteilt. Okay. So, dann würde ich sagen, ist Remus, der Mann, der jetzt hier ran muss. 1. For the Legion. 2. Der stirbt und jetzt kann ich jetzt schon irgendwo hinspringen. Ich meine, ich krieg keinen Schlag. Okay. Na, wisst ihr was? Dann nehmen wir den jetzt raus hier. Sollen wir gegen den Ritter jetzt schon anfangen? Oh, wieso eigentlich nicht? This is gonna hurt a bit. Oh, Verwundbarkeit. Was? 100%? Was war das? Ach, Segen. Ne, Segen bringt Waffenschaden. Ah, okay. Rüstung geht kaputt. Alles klar. Immerhin. Zug beenden. You seem to bear a grudge. Nekrose wirkt. Oh, jetzt, jetzt habe ich mich natürlich hier doch sehr, sehr weit exponiert mit ihm. We are not friends anymore. Show them how Romans fight. Na gut, okay, der stirbt. Was haben wir denn jetzt schon wieder frei? Wir haben den Schattenangriff frei. Wir räumen jetzt hier mal im rückwärtigen Raum auf, sozusagen. Einmal. Zweimal. Schöner Rückenstich. Bow to Orcus. Gaius brennt. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen eine kritische Situation hier, ne? Und was machen wir hier mit dem Burschen im Nahkampf? Ah, eigentlich müssen wir da raus. Wir kriegen jetzt einmal einen Gelegenheitsangriff. Der war aber überschaubar. Dann drücken wir hier den... Ah! So, doch. Hier treffen wir nur 2. Mhm. Und machen den hier noch rein. Und hier. Ja, komm, auf ihn halt. Nekrose geht noch ein Stück weiter.
ziehen wir ihn zurück. So. Stay still. Hier müssen wir weitermachen. Und wieder klappt's nicht, ne? Der hat wieder weniger als die Hälfte seiner Trefferpunkte, aber ich schaffe es nicht, ihn zu töten. Ich weiß es nicht, an was es liegt. Vielleicht hat es mit der Massenresistenz zu tun. Ich weiß es nicht. Also die Fähigkeit Scharfrichter funktioniert in diesem Fall halt nicht. Ich hol mal... Brauchen wir das? Rüstungsöl? Nee, aber wir machen hier den Schwung. Ich will hier nochmal schlagen. So, er stirbt. Er teilt aus. In den Rücken. Kritisch. Einmal. Und jetzt können wir ziehen. Sollen wir den hierher ziehen? Nee, klappt nicht, ne? Wir marschieren auf ihn zu. Wir machen den. Nehmen den Schwung. Bauen weiter. I'll be quick. Kriegen wir ihn kaputt? Ach Scheiße, da steht ja auch noch einer. Oh, den habe ich jetzt gerade komplett übersehen. Wir nehmen den Schwung und springen dem in den Rücken. Ja. Okay, sehr gut. Denn jetzt wird er wird jetzt hier gegen Remus weiterkämpfen. Und dann haben wir's. Stellen wir hier einen Banner auf für die Rüstung. Oh, jetzt nimmt er auch noch einen Heiltrank. Heilt sich wieder 100 HP und holt sich auch wieder Rüstung zurück. Naja gut, aber durch den Gegenangriff ging das wieder komplett drauf. Packen wir ihn uns, ne? Eigentlich müsste es das jetzt gewesen sein. Ja, er stirbt durch Gift. Warum ich hier nicht rankomme? Ach, weil jetzt die Fahne im Weg ist. Okay, verstehe. Aber jetzt können wir nicht. Das darf nicht wahr sein, ne? Wir treffen unsere Fahne. Aber wir haben ja Schwung. Genau, wir haben Schwung. Dann gehen wir nach vorne. Und hauen den. Und das war's mit dem weißen Ritter. Der Kampf ist noch nicht ganz vorbei. Denn wir haben hier noch einen. Ziehen wir her. Stoßen ihn weg. Und töten ihn. Gut. More offerings to the Maw of Orcus. So, okay, das heißt, die Geschichte mit den Rittern der Tafelrunde, die ist bereits erledigt. Und zur Abwechslung brauchen wir wirklich mal eine Rast. Wir brauchen Lebenspunkte für Geist, Studius Mento. Eine Schriftrolle, wahrscheinlich sah fast so aus wie die wir gerade verbraucht Sinner haben. Shall never find rest. Auch nicht schlecht. Schaut mal, hier liegen tote Pikten an diesem Lagerfeuer. Sei es drum, wir rasten hier. Und damit beenden wir die heutige Folge. Wir stellen Lebenskraft wieder her. Und Demons ja. Never sleep. Sind wieder bei 100%, was die Lebenskraft angeht. Und an dieser Stelle machen wir dann morgen weiter.
zwei Kämpfe gegen fomorische Streiter. Sieht mir nach einer relativ überschaubaren kurzen Mission aus. Also wenn da nichts dazwischen kommt, kriegen wir die wahrscheinlich morgen schon beendet. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.